Herzlich willkommen zur nächsten Runde von Aktuelle Rechtsprechung in 200 Sekunden. Heute mit einem Fall aus dem Kaufrecht. Folgender Sachverhalt. Ein Käufer hatte einen Mercedes gekauft für 99.900 Euro. Er war allerdings nicht glücklich damit, denn er musste in den ersten Monaten schon 7-mal in die Werkstatt wegen diversen Mängeln, die jeweils beseitigt wurden. Deswegen war er unzufrieden und verklagte den Verkäufer auf Rückzahlung eines Minderungsbetrags. Er wollte den Kaufpreis um 20% mindern und hat diese Minderung erklärt. Während des Prozesses traten weitere Mängel auf. Einer wurde beseitigt, ein weiterer blieb streitig zwischen den Parteien. Der Kläger war weiterhin unzufrieden und wollte nun seine Klage ändern und beantragte die Rückabwicklung des Kaufvertrages im Wege des sogenannten großen Schadensersatzes. Das heißt, er verlangte Rückzahlung des Kaufpreises, zusätzliche Folgeschäden abzüglich einer Nutzungsentschädigung und das Ganze Zug um Zug gegen Rückgabe des Autos. Zulässig ist diese Klageänderung nach § 263 ZPO. Die Frage ist, ob der neu geltend gemachte Anspruch begründet ist. Grundlage für den großen Schadensersatzanspruch statt der ganzen Leistung ist § 437 Nummer 3, 280 Absatz 1 Absatz 3, 281 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 5 BGB. Eine lange Anspruchsgrundlage für diesen Anspruch. Wir haben einen Kaufvertrag zwischen den Parteien. Fraglich ist schon, ob wir einen Sachmangel bei Gefahr übergangen haben. Denn die ersten 8 Mängel, die natürlich bei Gefahrübergang vorlagen, sind bis heute beseitigt worden. Das heißt, auf die kann kein Schadensersatzanspruch mehr gestützt werden. Der Kläger machte geltend, dass das Auto ein sogenanntes Montagsauto sei. Das heißt, es sei ein Auto, bei dem ständig wieder mit neuen Mängeln gerechnet werden müsse. Und das an sich, diese bloße Gefahr, begründe schon einen Sachmangel. Dem hat der BGH eine Absage geteilt. Zwar kann ein Mangelverdacht einen Mangel begründen. Hier gibt es aber keinen konkreten Anhaltspunkt für einen Mangelverdacht. Nur, dass früher schon Mängel da waren, die alle beseitigt wurden, heißt nicht, dass auch weiter neue Mängel auftreten müssen. Also keine Grundlage dafür, hier einen Mangelverdacht anzunehmen, der einen Gewährleistungsfall auslösen könnte. Damit blieb allein übrig die Möglichkeit, den Schadensersatzanspruch auf diesen verbleibenden streitigen Mangel zwischen den Parteien zu stützen. Die Fristsetzung, die nach 281 Absatz 1 eigentlich notwendig wäre, ist entbehrlich nach § 440 Satz 1 dritte Alternative, denn man kann dem Käufer bei so vielen Mängeln, die schon da waren, nicht zumuten, erneut eine Frist zu setzen. Die Hauptfrage, um die sich der BGH allerdings kümmern musste, war, ob der Schadensersatzanspruch statt der ganzen Leistung nicht ausgeschlossen ist, weil sich der Käufer schon bindend für die Minderung entschieden hatte. Denn die Minderung ist ein Gestaltungsrecht, mit der der Käufer zum Ausdruck bringt, dass er die Kaufsache behalten will und stattdessen den Kaufpreis reduziert. Diese Erklärung ist eine Gestaltungserklärung und als solche bindend. Das heißt, der Käufer verliert sein Jus Variandi. Er kann nicht mehr zwischen den weiteren Gewährleistungsrechten wählen, weil er seins schon festgelegt hat, die Minderung. Nach § 325 kann er zwar Rücktritt und Schadensersatz kombinieren, das gilt auch für die Minderung. Allerdings, was er nicht kann nach § 441 Absatz 1 Satz 1, ist, von der Minderung auf den Rücktritt zu wechseln. Denn die schließen sich gegenseitig aus. Einmal gemindert, ist kein Rücktritt mehr möglich. Logischerweise muss das auch gelten für den großen Schadensersatz statt der ganzen Leistung, denn der kommt in seinen Folgen ja dem Rücktritt gleich. Da hilft auch § 325 nicht weiter, denn der ermöglicht nicht den erneuten Wechsel von der Minderung auf eine Totalabwicklung des Vertrages. Mit der Minderung ist der Käufer festgelegt. Ergebnis: wähle weise, welches Gewährleistungsrecht du geltend machst.